Ey Moinsen, Leute, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Lego Marvel mit eurem kleinen Kumpel. Jetzt hat es mal wieder Zeit, dass wir mal ein bisschen die Kinder rauslassen aus unserer Seite. Und ja, wir versuchen seit dem letzten Part immer noch hier gegen Sandman anzukommen und müssen dieses komische Teil ausschalten. Und das funktioniert irgendwie nur mit übernatürlichen Kräften. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Ach, warte mal, hast du hier wohl... Nichts, was mit Wände hochklettern nicht zu lösen wäre. Ah, Spider-Man ist sowas. Du solltest solche Griffe ziehen können, wenn du etwas dran befestigen kannst. Ja, gar nicht. So funktioniert das also. Rumpf. Und damit haben wir den ersten Satelliten oder irgend so gekappt. Und ja, okay. Also jetzt wissen wir schon mal, wer übersinnliche Kräfte hat. Klick, 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 klick. Was wollen wir uns jetzt haben? Irgendeine komische Kiste. Tja. Nur große... Ja. Wir hangeln uns auch schon mal ganz gemütlich von einer Seite zur anderen Seite. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Okay, das können wir dann Spider-Man machen. Alles, komm. Wir ziehen jetzt erstmal schön den Kolben aus dem Motor. Wunderprächtig. Na komm her. Oh, fängst du gerade wieder vorne an? Nee, ich bin schon voll. Ich bin voll. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen wieder zu Hulk. Und mit Hulk erstmal die Notbremse wahrscheinlich jetzt reinsetzen hier. Was machen wir denn jetzt? Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Was, mein Spinnen schon wieder? Was ist das? Egal, wir zu kloppen das Ding erstmal ein bisschen klein. Und auf zum Spinnsinn. Was muss ich jetzt machen? Dich anvisieren, wa? Achso. Komm du. Falle. Achso, ich dachte, du fährst jetzt ganz runter, aber der Weile wirst du jetzt als Laufgitter genutzt. Okay, ich freue mich ja, dann mal dieses goldene Zeug wegmachen kann. Alle Hände voll zu tun hier. Oh, kleiner Joker, wa? Okay, damit hat er uns schon mehr oder weniger gleich mal die nächste Aktion geebnet. Wollen mal sehen, wie wir das hier hinkriegen. Oh, er wirft mit irgendwas auf uns. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Hier bin ich. Ja, fang mich doch. Sandman, hier bin ich. Du bist so langsam. Komm, Sandman. Fang mich doch, Sandman. Ich bin hier. Hier bin ich. Oh, er hat mich gefangen. Okay. Das finde ich jetzt sozusagen eigentlich nicht so richtig cool. Was? Irgendwelche Wassertor... Was? Wenn der Hulk irgendwie herankäme, drücke Y. Hulk, denk dran, dass du dich wieder zurückverwandeln kannst, wenn du dich beruhigst. Ja, ich weiß. Ich verwandle mich zurück und dann kann ich wahrscheinlich hochklettern, ja, wa? Genau. Und jetzt... Nee, so war das nicht gedacht. Ich wollte mich jetzt eigentlich... wieder richtig sauer machen. So, mal das kleine grüne Lego-Männchen spielen. Oh yeah. Nein. Na komm, dann fliegen wir mal hoch. Zumindest zum Einsammeln hier. Ja. Also ich weiß zumindest, wie hoch und runter fliegen jetzt langsam geht. B ist runter und A ist hoch. Hat aber keinen interessiert. Gut, danke fürs Gespräch. Halt, da will ich lieber. Danke. Und damit rümpfen wir jetzt mal diesen Wasserturm auseinander oder runter. Nee, wir haben ihn zerstört. Ist ja wunderprächtig. Da müssen wir wieder... Ich weiß jetzt nicht, warum Spider-Man hier hochkommt, aber ist mir auch relativ... Latte, aber irgendwie scheinen ein paar Teile zu fehlen, oder? Ach nee, das ist Glas. Okay. Immer schönes Einsammeln. Und rein in die Bude.
Ich lösch dich jetzt, Baby. Oh, ist doch nicht süß, wie er schmilzt. Er kann sich... Ist, glaube ich, auch falsch, oder? Wird er doch jetzt richtig wieder starren? Oh, damit hat er meinen Wasserspritze... Meine schöne Wasserpistole kaputt gemacht. Schon wieder eine grüne Wand. Wo kommt denn die Wand her? Ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Ich habe schon genug Probleme, auch ohne Sand in meinem Kostüm. Und durchgerannt einfach mal. Okay. Oh, ihr glaubt, ihr könnt mich aufhalten? Jetzt. Ja. Dieser Typ treibt es echt zu weit. Hat da jemand was von Treibsand gesagt? Stimmt. Hier war der Boden unter den Füßen. Ich denke mal, das war richtig. Alter. So. Wenn man wieder auf so einen kleinen Umschwenken dabei basteln kann. Machen wir dir jetzt ein Auto basteln, oder wie? Ich hasse es, so hammermäßig überlegen zu sein. Aber ihr zwei habt es nicht anders verdient. Mensch. Oh. Nein, er hat es wieder kaputt gemacht. Also ich muss sagen, es ist schon ein bisschen mit leichter Ironie zu befassen. Von wegen hier und so. Ach so, was haben wir jetzt gemacht? Hä? Ach, schon wieder eine Wand. Also, dann auf sie mit Gefolge und drauf gehauen. Komm her, du kleiner. Schön, noch ein bisschen die Lego-Teile hier durch die Gegend. Dieses Mal habt ihr mich gekriegt. Echt? Aber ich werde euch dennoch schlagen. Oh, nein. Das darf nicht sein. Ich jetzt. Hasse es, so hammermäßig überlegen zu sein. Schön wieder. Ihr zwei habt es nicht anders verdient. Okay. Das heißt. Schneller, 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 schneller. Und damit hätten wir Nora Uno geschafft. Halt, nee, nee, da will ich hin. Und Feuer. Rumpf. Ah, und jetzt? Während du fliegst, kannst du... Komm, fang mich doch, Baby, fang mich. Oh. Was macht denn jetzt? Lässt dir das nochmal ganz durch den Kopf? Ist klar, schon mal soweit. Ach, sonst geht es noch ganz gut, mich mit irgendwelchen Sachen hier zu beschießen. Nummer 1. Und Nummer 2. Und was machen wir jetzt? Mein Spinnensinn schon wieder. Was ist das? Ah, Spinnensinn heißt Spider-Man, jetzt gleich mal mit zur Licht hat jetzt. Ah ja, da oben. Na, los, komm her, du. Spinnsinn, du. Schneller, 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 schneller. Oh, yeah. So, und damit müsste es jetzt endlich mal mit diesem Sandman gewesen sein. Also, da hat ja schon mindestens, wenn nicht noch mehr Wasser gekriegt. Und jetzt? Ja. War zwar eher gerade Glück, aber hat gut gepasst. Headshot. Jetzt los. Oh, hat doch der kleine Dreh. Hauptsache die Putzkolonne ist schon da. Wie auch immer, die das geschafft hat. Sichere diesen kosmischen Steinkolzen und lass ihn zur Analyse ins Labor der Fantastischen. Haben die den nicht vorhin erst rausgeräumt? Und dann. Hulk, könntest du uns mit dem Schrott hier ein bisschen zur Hand gehen? Okay. Ihr nennt sie kosmische Steine? Sie stammen von dem Sky Surfer, dem ihr begegnet seid. Sky Surfer. Greenfield ist beauftragt herauszufinden, warum alle so scharf drauf sind. Danke für deine Hulk Hilfe, kehrt. Spider-Man. Bei diesem Einsatz ich gibt es kaputt. Immer einen Platz für einen Helden wie dich. Als ob ich dafür Zeit hätte. Erstens habe ich morgen eine Trigonometrieprüfung. Für meine Tante soll ich ein Dutzend Eier besorgen und außerdem sterbe ich fast vor Angst. Wieso vor Angst? Wer steckt nur dahinter? Was genau haben die vor?
Und heißt das, ich kann nicht mehr so lange in der Wanne liegen? Keine Ahnung, ich wünschte, ich wüsste es. Ein Rotz. Ja, Tony, begib du dich zurück zum Stark Tower und bring mir ein paar Antworten. Du. Das waren die vier von der Müllabfuhr. Das war das Central Station. Und wir haben Iron Man Mark 6 freigeschalten, den Hulk freigeschalten. Spider-Man. Und Sandman. Was? Roxanne Wächter? Sandman? Okay. Und unsere Punkte. Sehr nice. 77.000. Ach, nee, 78.000 sind wir schon. 78.800. Ich glaube, das war 100%ige True Believer. Was auch immer das heißt. Und? Null davon. Level abgeschlossen. True Believer. Haben wir zwei goldene Dinger. Geschichte fortsetzen. Jo. Ah, guck an, den kennen wir doch auch irgendwo her. Ich sag nur, der Bruder, Halbbruder von Thor. Mehr oder weniger Halbbruder. Darauf werde ich reduziert, mich für meine Pläne auf jämmerliche, sterbliche Kreaturen zu verlassen, auch wenn er einen Kohlenthron und ein Metallgesicht hat. Ah ja, da gehen die ganzen Speicherpunkte auf. Maria Hill. Direktor Fury, Reed Richards ist hier. Mr. Fantastic persönlich, gibt's Erkenntnisse zu diesem kosmischen Stein, den ich geschickt habe? Ich brauche Hilfe. Mr. Fantastic. Ist Tony Stark da? Der arbeitet an etwas anderem. Ich habe noch einen Avenger hier. Ich bin eigentlich der erste Captain Avenger, Sir. America. Hast du Erfahrung mit theoretischer Quantenmechanik und exotischen Energiequellen auf Nanobasis? Ich hatte eine 1 plus in Geschichte. Jawohl, volltreffend. Uns wurde bestätigt, dass noch mehr dieser Steine im offenen Meer niedergegangen sind. Hill, ich brauche ein Shield-Forschungs-U-Boot, um die kosmischen Steine einzusammeln. Cap, du und Reed Richards, ihr begebt euch zum Baxter Building und helft, wo ihr könnt. Ich kann immer ein paar Kriegsanleihen verkaufen. Hill, noch was Wichtiges. Kriegsanleihen, oh ja, ich nehme Shawarma. Star kennt einen guten Laden. Ja, nee, ist klar. Zum Glück sind wir immer zu 100% einsatzgetreu. Shield Helicarrier. So. Oh, müssen wir ins Flugzeug fliegen? Ja, bitte, bitte, bitte. Nee. Männer, wir brauchen euch beim Baxter Building, und zwar pronto. Direktor Fury möchte so viele Informationen über diese kosmischen Steine wie nur möglich. Okay. Aber als erstes sammeln wir mal ein. Was ist jetzt los? Captain America kommt dazu in unserer Liste. Boing. Und Mr. Fantastic. Was ist das jetzt da? Da läuft jemand vor. Achso. Lass mal, folge dem Holo-Kampf zum Skydrive-Plattform. Ich will aber jetzt noch nicht skydriven. Nö, will ich noch nicht. Ach, ich will erst mal jucken. Ups. Schön, die Arschbacken gekniffen. Achso. Okay, auch mit dir. Jetzt machen wir erst mal einen kleinen Rundgang hier. Ach nee, das ist ja wieder... Toll. Ich denke, kann ich jetzt das Übelste finden. Oh nein. Was haben wir denn hier? Was kann? Was ist denn das jetzt hier? Wir wissen, was das ist. Du kannst Fahrzeugrückstellen direkt auf Shield Hulkarrier zurückkehren. Du kannst für Fahrzeugrückrufstellen direkt... Achso. Und auf ihn mit Gebrüll. Ja! Oh, schön, einer eingedoxt. Okay. Da geht's dann also auch nicht runter.
nehmen dann gleich mal hier den anderen Weg und schauen uns nochmal hinten um und dann werden wir einfach mal, so wie es gehört, die Mission folgen. Mission folgen. Das ist das Interessante an dieser ganzen Geschichte. Wir zerkloppen erstmal die ganze Anlage. Jetzt nehmen wir mal Captain America. Das Rumgewackelt, das geht mir ja gerade mörderisch auf den Sack. Komm, ich... Captain America! Zerkloppt die ganze Teile vom Carrier-Schiff. So. Wieso wäre ich jetzt hier so... Ich werde beobachtet. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich werde beobachtet. Es ist eine Dreistigkeit. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Kann ich das nochmal machen? Weißt du das? Kling. Oh, ja. Ja. Und nochmal da. Boing. Und kaputt war's. Schön. So. Hätten wir das Thema auch geklärt. Was haben wir denn hier? Was? Folge dem Hologramm. Oh, wo geht's denn jetzt hin? Aha. Ach. Willkommen im Kommandozentrum des Helicarriers. Cool, was? Du kannst Missionen wiederholen, wenn du sie auf der Zentralkonsole auswählst. Ah ja. Da sind wir jetzt also gelandet. Ich kann einen Holobild-Projektor auch zerkloppen. Ist das nicht geil? Gut, dann würde ich sagen, dann tun wir erstmal die ganze Bude ein bisschen umräumen. Ne, das kann man nicht machen. Ja, wie bei Lego Star Wars können wir auch natürlich die ganzen Stühle in Schimpf und Asche hauen. Das werden wir einfach mal so tun. Ach, früher könnte man auch irgendwie neue Figürchen sich aussuchen. Naja, wir laufen einfach mal. Heute mal hier eine. Ah ja, da die Lampe runterholen. Das ist cool. Na? Ach, das brauchst du schon. Klasse. Es ist immer wieder klasse. Ah ja, da drüben kann man abschießen. Komm. Geht auch nicht. Sind wir zu weit weg, oder wie? Ah, was haben wir hier? Ich glaube, hier können wir speichern, oder? Mal jetzt. Sandstenschel. Ach so, freies Spiel. Ah, nee, nee, das ist ja. Ich verstehe. Hier kannst du die, können wir die Mission nochmal wiederholen. Wenn wir wollen. Boing. Na, ja. Aber wir wollen ja nicht. Wir kloppen lieber schon mal hier die ganze Bude ein bisschen in Schundasche. Um rauszufinden, ob wir uns vielleicht irgendwas Gescheites dafür kaufen können. Beziehungsweise, wie weit wir hier diese Bude mal ranhauen können. Also zumindest scheint es mir, wir können wieder hier die ganze Anlage demontieren. Ah ja. Kling. Na komm jetzt. Ding, 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 ding. Hallo. Schön. Arbeitet ruhig weiter dran, ist kein Problem, also. Ich zum Glück. Ups, das ist. Nein, auf der will ich gar nicht drauf einhauen. Nee, auf dich auch nicht. Oh. Okay. Brauche ich das etwa jetzt? Oha. Ich kann ja die Lego-Hütten auch mit zerkloppen. Das ist natürlich auch geil. Ich glaube, das war bei Lego Star Wars nicht so der Fall, dass ich das könnte. Ich weiß es gerade nicht. Ja, wir kloppen einfach mal sinnlos drauf ein. Na komm. Anscheinend nicht. Können wir hier mit B auswählen? Ne, können wir auch nicht. Was mach ich denn jetzt? Ja, ist klar soweit. So. Noch ein paar
Spezialinformationen für die D16-Testpersonen. Ne? Mögliche Nebeneffekte sind unter anderem Schwindel, Taubheit, Gedächtnis- und Gleichgewichtsverlust, Vergrößerung der Zehen und unkontrolliertes Sprechen der französischen Sprache. Sacre bleu! Ja, nee, ist klar. Sacre bleu! So, wen habe ich jetzt zerkloppt? Keine Ahnung, irgendeinen. So. Wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich. So, und anscheinend kann man bloß wieder wirklich hier wieder rumrennen. Huhu. Na, das kommt jetzt her, ja. Bring den Computer oben noch, komm. Na. Und noch einmal die ganze Runde, weil es so schön war. In der Zeit sammle ich hier die Punkte ein. Punkte, Punkte, Punkte. Wunderschön. Ich muss sagen, das ist cool hier. So ein bisschen mehrere Sachen einhauen. Und komm. Attacke, meine Punkte, meine Points. Och, guck, keine Punkte mehr hier. Was ist los? Das ist ja so richtig punktelos hier. Was soll denn das? Was drücke F2 oder eine beliebige Controller-Taste? Achso. Das wäre, wenn ich dann zu zweit spielen würde. Aber da ich keine Freunde habe. Würdest du nicht mit zu zweit spielen? Nee. So. Ja, das Ding muss man auch noch ein bisschen klein hauen hier. Okay, dann halt nicht. Ah, das Ding muss man noch ein bisschen hauen. Achso, hier bräuchte ich theoretisch. Das sieht Silber aus. Iron, nicht Iron Man hier, doch Iron Man. Okay, das war dann halt sozusagen, ach, hier oben haben wir noch was zum Gucken. Ich will doch nur gucken. Einmal den hier. Na, doing, doing. Ach, den haben wir gleich mal ausgelassen, oder wie hier? Ah ja. Ah, meine Punkte geht ja gerade wieder flöten, das ist halt deprimierend hier. Na los, aber wir können mal wieder die Person etwas wechseln. Wir sollten mal interessieren, was das da zu tun hat. Ah ja, bei dem brauchen wir also dann keine Schusswaffe so an sich. Da reicht es, wenn wir da sinnlos drauf einschwarten. Na komm her, jetzt, aber jetzt und sowas von. Das Ding ist, geht nicht kaputt. Und das Teil scheint wohl auch nicht kaputt zu gehen. Okay. So, dann halt nicht. Kommen wir jetzt hier durch? Ne, auch nicht. Okay. Damit hätten wir diese Geschichte auch im Alter. Es sind noch ein paar Münzen zum Einsammeln. Aber ansonsten aber diese, hätten wir diese Geschichte auch gehabt. Und wie ich weiß, kommt das danach, sobald ich jetzt einmal hochgefahren bin, eh wieder alles hier unten zustande. Also sprich, das ist dann alles wieder da. Von daher eigentlich auch sinnlos gewesen, das alles zu zerstören. Aber, ha, Wayne interessiert's. So, kann ich das ja? Was, willkommen auf der Kommandozentrale. Okay. Ach, hier, guck mal, hier ist das wieder da. Ach ne, das ist Holographie, Daffy. Ja, vielleicht sehen wir beim nächsten Mal etwas mehr, was uns hier unten noch so Schönes erwartet. Und schön auf den Iron Man drauf eintreschen. Wie ihr seht, hier oben ist auch alle Münzen fast wieder da. Auch nur fast. Und ein was ist jetzt klar. Ich weiß, ihr wisst es schon. Euch gefällt es nicht, aber wie es weitergeht dann im nächsten Part, weil ich habe jetzt schon den letzten Part etwas sehr überzogen, muss ich sagen. Von daher muss ich jetzt auch schon mal eine kleine Pause einlegen. Und wir sehen uns dann im Part 3 weiter, wenn wir dann endlich die nächste Mission machen mit dem Sky Schweifen oder was auch immer uns erwartet. Bis dahin, ciao bei euer kleiner Kumpel und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part auch wieder. Bis denn dann, wenn es soweit ist.